Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Café-Theater Brückel. Mein Name ist Caroline Hungerländer, ich bin Abgeordnete zum Wiener Landtag und Gemeinderat und gemeinsam mit Jan Ledochowski die Gastgeberin des heutigen Abends. Es ist dieser Ort der Veranstaltung nicht zufällig gewählt, es ist direkt neben der Dr. Karl-Loeger-Statue und Sie alle haben sicher die Diskussion ein bisschen mitbekommen, die es vor einigen Monaten gab, als heftig diskutiert wurde, ob die Statue geschliffen werden soll oder nicht. Und es hieß dann von allen Ecken und Enden, wenn die Statue geschliffen wird, dann ist das doch Cancel Culture. Und dann haben wir uns gefragt, ist das tatsächlich Cancel Culture? Weil immer wenn irgendein historisches Objekt in einen anderen Kontext gestellt wird und immer wenn irgendein Universitätsprofessor gecancelt wird und immer wenn irgendeine Kabarettistin etwas sagt, was nicht so politisch korrekt ist, dann tönt es von allen Ecken und Enden und vor allem von allen politischen Richtungen, das ist doch Cancel Culture. Also uns kommt vor, dass dieser Ausdruck sehr beliebig verwendet wird und das ist Grund genug für uns, eine Diskussion zu veranstalten, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil wir nämlich denken, dass Cancel Culture ein Teil von Gesellschaftspolitik ist und Gesellschaftspolitik ist unserer Meinung nach etwas, was aktiv gestaltet werden soll und was nicht einfach nur passiert. Mein Name ist Jan Ledochowski, ich bin Sprecher für Christdemokratie im ÖVP-Rathausclub und Präsident der Plattform Christdemokratie. Viele von Ihnen haben sich bei Caroline und mir bedankt, dass wir diesen Abend organisieren und nicht wenige haben sich bedankt für den Mut, dass wir dieses Thema für diesen Abend ausgewählt haben. Und ich denke, das müsste doch eigentlich jeden stutzig machen, egal ob er Cancel Culture für ein reales oder nur ein eingebildetes Phänomen hält. Dass es offensichtlich Mut benötigt, sich mit der Frage der Meinungsfreiheit auseinanderzusetzen. Wohlgemerkt, wir besprechen hier nicht ein konkretes, kontroverses Thema, wo es vielleicht wirklich Mut bräuchte. Nein, wir wollen einfach miteinander nachdenken, wie steht es um die Meinungsfreiheit heute in Österreich? Und ich glaube, das unterstreicht, wie wichtig Abende wie dieser sind. Es ist nicht ganz überraschend natürlich, diese Sorge, denn die Meinungsfreiheit ist vielleicht das unbequemste aller Rechte. Denn sie schützt eben nicht die populäre Meinung, die uns von jedem Titelblatt entgegenlacht, sondern sie schützt ganz besonders die unpopuläre Meinung. Sie schützt die Minderheitenmeinung. Oft schützt sie die leise Stimme der Vernunft, noch öfter schützt sie wenig durchdachte Meinungen, vielleicht dumme Meinungen, manchmal sogar moralisch verwerfliche Meinungen. Und das macht es nicht leicht, in einem konkreten Fall die Meinungsfreiheit in der Öffentlichkeit zu verteidigen, aber ich glaube, es macht diese Aufgabe dafür umso nobler und umso notwendiger. Ja, auch von mir einen schönen Abend. Freue mich, dass so viele von Ihnen gekommen sind zu unserer Diskussion heute. Mein Name ist Anna Doppler, wie der Jan schon gesagt hat, vom Medienhaus Express. Und ich freue mich, dass ich heute vor allem mit vier Personen diskutieren darf, die alle sehr bekannt sind und wegen denen Sie heute eigentlich hier sind. Zu meiner Rechten sitzt Österreichs bekanntester Philosoph. Man muss ihn eigentlich nicht vorstellen, Konrad Paul Lissmann, weil kaum jemand ist in öffentlichen Debatten präsenter als er. Neben seiner langjährigen Tätigkeit als Professor an der Uni Wien ist er außerdem wissenschaftlicher Leiter des Philosophicum Lech und Herausgeber einer gleichnamigen Buchreihe. Er ist für sein Wirken und seine Werke mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Preis der Stadt Wien und dem Watzlawick-Ehrenring. Er plädiert angesichts der Gender-Debatte dafür zu einer Rückkehr zur sprachlichen Normalität und er lehnt das Binnen-I und Gender-Sternchen konsequent ab. Er sagt, der Humor hat es nicht leicht in Zeiten von Cancel Culture. Gleich mal zum Einstieg, Herr Professor. Wie kann man Cancel Culture ganz allgemein definieren und was unterscheidet sie zum Beispiel von der Zensur? Es ist ja schon angedeutet worden, dass es offensichtlich nicht so einfach ist, Cancel Culture zu definieren. Wir werden das im Laufe der Diskussion, denke ich, noch herausarbeiten können. Für die einen ist es ein reales Phänomen, das dadurch gekennzeichnet ist, dass man sich mit bestimmten Positionen, ich sage jetzt nicht Meinungen, ja, ich bin kein großer Freund des Begriffs Meinung, auch wenn es etymologisch falsch ist, klingt das für mich immer danach, was etwas für sich behalten sollte. Das heißt also, wenn jeder seine Meinung als das je Meinige verstünde und den Mund hielte und ganz mit sich allein seine Meinung austauschte, hätten wir keine Probleme.
sondern es geht darum, bei der Cancel Culture aus der einen Position, aus der einen Richtung, bestimmte Positionen sich nicht damit auseinanderzusetzen, sondern eben zu canceln. Das heißt, zu streichen, zu stornieren, nicht zuzulassen. Das heißt also, in dem Sinn hat Canceln tatsächlich immer genau damit zu tun. Es geht nicht um Kritik, es geht nicht um Auseinandersetzung, es geht auch nicht um Polemik. Ja, das sind ja alles in unserer liberalen Kultur gängige Formen des intellektuellen Streites, sondern es geht eben genau darum zu sagen, das will ich gar nicht hören. Und wenn ich es nicht hören will, ist es besser, du bist gar nicht da. Die anderen werden sagen, das Phänomen Cancel Culture ist eine Erfindung von Rechtsintellektuellen oder Rechtspopulisten. Es gibt es gar nicht, sondern das, was als Cancel Culture tituliert wird, sind aufrechte Kämpfe gegen Diskriminierung, gegen Unterdrückung, gegen Rassismus, gegen Sexismus. Das ist sozusagen ein Phänomen, das nur aus einer politischen Richtung betrachtet ein Problem darstellt. Aus einer anderen politischen Richtung betrachtet ist es ein sozusagen Merkmal einer lebendigen Zivilgesellschaft, einer lebendigen Demokratie. Deswegen würde ich sagen, bei Cancel Culture verhält sich so wie bei so manchen Umspringbildern. Je nachdem, wo man steht, sieht man die Ente oder man sieht sie nicht. Ich möchte vielleicht ein Beispiel dafür bringen, damit Sie wissen, wie ich das meine. Was ich selbst erlebt habe: Ich war mit meinem Freund Michael Köhlmeier zur Präsentation unseres letzten Buches im Herbst 2019, also unmittelbar vor Corona, zum renommierten Göttinger Literaturherbst eingeladen, eine Veranstaltung, die immer im Oktober stattfindet und mittlerweile 40 Jahre existiert. Und als wir dort ankamen, am Tag, wo unsere Lesung stattfinden sollte, war helle Aufregung bei den Veranstaltern, weil am Tag zuvor, es geht eine ganze Woche, da haben verschiedene Bücher präsentiert, Neuerscheinungen präsentiert, und am Tag zuvor hätte der ehemalige Minister Thomas de Maizière sein damals erschienenes Buch Regieren vorstellen sollen und ist sozusagen mit Gewalt von 100 Demonstranten daran gehindert worden, diese Buchpräsentation durchzuführen. Jetzt ist de Maizière Minister in der Regierung Merkel gewesen, die wir bekanntlich alle geliebt haben. Er ist Mitglied der CDU, ist bekanntlich keine neonazistische Partei. Man kann seine politischen Positionen, die man hat, natürlich kritisieren. Ich teile sie auch nicht. Man kann ihn mitverantwortlich machen für den Türkei-Deal in der Migrationsfrage, die die Regierung Merkel damals durchgeführt hat. Man kann das durchaus kritisieren. Aber ich denke, wenn ich irgendwie ein politisches Interesse habe, dann interessiert mich doch, was ein Mann, ein Mensch, eine Person, der jahrelang in einer wesentlichen europäischen Regierung tätig war, und zwar in einer Krisenphase tätig war, was der darüber denkt. Den vom Podium, erst gar nicht aufs Podium zu lassen, ja, den Saal zu blockieren, den Saal zu besetzen, den Veranstalter tätlich anzugreifen, was alles passiert ist, bedeutet, ich will gar nicht wissen, was der gedacht hat. Ich weiß schon, dass das alles falsch war, und deshalb will ich ihm gar nicht zuhören. Die Präsentation ist dann Wochen später unter Polizeischutz nachgeholt worden, und ich denke mir, wenn ein demokratisch legitimierter Politiker ein Buch, das sich mit einer der größten Krisen der Nachkriegszeit auseinandersetzt, dieses Buch nur unter Polizeischutz präsentieren kann, es hätte ja jeder Präsentation seine Kritik vorbringen können, dann stimmt etwas nicht, dachte ich. Bis ich dann einen Bericht über diese gecancelte Buchpräsentation in der Frankfurter Rundschau las, bekanntlich kein linksextremes Blatt, sondern ein angesehenes liberales Blatt, wo die Kommentatorin feststellt, es war völlig richtig, den Minister, den Ex-Minister nicht sein Buch präsentieren zu lassen. Es war ein Akt des zivilgesellschaftlichen Widerstands gegen die Faschisierung unserer Gesellschaft. Das war ein aufrechter Protest gegen die falsche Migrationspolitik der Regierung Merkel. Und jetzt denke ich mir, für die einen, so habe ich auch empfunden, ein akuter Fall von Cancel Culture,
für die anderen legitimer zivilgesellschaftlicher Protest. Es ist Ausdruck von zivilgesellschaftlicher Demokratie, jemanden mit Gewalt daran zu hindern, ein Buch zu präsentieren. Da kann man sagen, weit haben wir es gebracht. Und ob das jetzt eine Form von Zensur ist, ja, das ist die zweite Frage, die Sie gestellt haben. Ich finde den Begriff Cancel Culture eigentlich wirklich amüsant. Ja. Er ist erst relativ spät aufgekommen, gibt es noch gar nicht so lang. Und ich finde sozusagen das Culture daran finde ich so schön. Ja, also eine Kultur des Durchstreichens, eine Kultur des Wegstreichens, eine Kultur des Nicht-zu-Wort-kommen-Lassens, eine Kultur des Stürzens. Das ist so, wie man halt im 19. Jahrhundert auch eine Zensurkultur gehabt hat. Karl Kraus hat darüber geschrieben, dass es dumme und weniger dumme Zensoren gibt und dass meistens die Zensoren sozusagen auch die besten Kenner der Literatur waren, die sie verboten haben. Ja. Und ich kann nur hoffen, dass sozusagen die Proponenten der Cancel Culture ähnliche Expertisen sich anhäufen wie die Zensoren des 19. und 20. Jahrhunderts. Aber der entscheidende Unterschied, denke ich, liegt wirklich darin, die Zensur war immer eine staatliche Maßnahme. Die kam immer von oben. Mhm. Ja? Eine staatliche Maßnahme, wo eben eine Staatsbürokratie versuchte, bestimmte Positionen, Meinungen, die auch gegen die öffentliche Moral verstoßen haben. Es ging ja nicht nur um politische Zensur, sondern wir alle wissen, das viktorianische Zeitalter hat natürlich auch bestimmte Dinge verboten, nur weil sie jetzt mit der gängigen Sexualmoral nicht übereingestimmt haben. Weil wir halt gerade in Wien sind. Ja, ich denke etwa an die Josephine Mutzenbacher, ein pornografischer Roman, wie Sie wissen, Felix Salten, dem Autor von Bambi, zugeschrieben. Damals natürlich verboten, in den 60er Jahren als Akt, als literarisches Dokument der sexuellen Befreiung gefeiert und wieder aufgelegt. Da war ich jung und habe das mit Begeisterung gelesen. Und ich nehme an, es wird bald wieder verboten werden, weil es unseren neuen, alten, viktorianischen Sexualmoralvorstellungen nicht mehr entspricht. Aber das war Zensur von oben. Da war der Staat, da war die Kirche, die wollten, dass das nicht publiziert wird. Bei der Cancel Culture ist das Interessante und das muss man einfach auch zugestehen. Es ist ein Druck, es ist eine Zensur von unten. Es sind Studenten, die das in die Wege leiten, es sind Aktivisten, es sind jetzt nicht die Behörden, es sind diejenigen, die sich in den sozialen Medien bewegen und von dort über ihre Aktionen auf Twitter, auf Facebook diesen Druck erzeugen, der eben dann dazu führt, dass solche Aktionen gemacht werden können. Und da kann man natürlich, könnte man schon sagen, das hat dann schon eine andere Richtung. Ein Druck von unten ist was anderes als ein Druck von oben. Und ich meine, jetzt bin ich ein alter, weiser Mann. Wie ich mal ein junger Linker war, habe ich ja ähnlich gedacht. Ich habe mir auch gedacht, also mit bestimmten Positionen, von denen ich wusste, sie sind reaktionär, sie sind faschistoid, sie sind bürgerlich, sie sind gestrig oder gar vorgestrig, will ich mich nicht auseinandersetzen. Und mir wäre auch das Liebste gewesen, Professoren zum Beispiel solche Positionen vertreten haben oder denen wir solche Positionen zugeschrieben haben. Wir haben ja gar nicht immer gelesen, was die geschrieben haben. Ja? Aber wir haben gedacht, wir wissen, wie er denkt. Und natürlich war es ein innerer Impuls und Wunsch von mir, am besten wäre es, der wäre gar nicht da. Und ich glaube, das ist authentisch. Wir sind Menschen und wir wollen uns ehrlich, wenn man ehrlich zu sich selber ist, will man sich mit den Positionen, die man nicht teilt, in Wirklichkeit nicht sonderlich intensiv auseinandersetzen. Einfacher und bequemer ist es immer, die anderen sind nicht da. Und es zu schaffen, dass sie wirklich nicht da sind, ist vielleicht echt eine Kulturleistung. Oder politische Gewalt. So können Sie jetzt wählen. Ja, vielen Dank für diesen sehr guten Einstieg gleich, der uns eigentlich direkt mal so einen ganzen Bogen über das Thema gespannt hat, plus das Beispiel von Thomas de Maizière, das ich noch gar nicht kannte, obwohl ich selber Deutsche bin, interessant zu erfahren. Damals hat ziemlich Aufregung gesorgt. Aber was war denn da die Kritik an dem Buch? Das wäre heute gar nicht mehr so kritisch, oder? Nein, heute finden ja alle diesen Flüchtlingsdeal mit der Türkei sozusagen zumindest pragmatisch richtig. Damals gab es große Aufregung offensichtlich.
Also da möchte ich gerne Dankeschön unseren nächsten Gast vorstellen, die Germanistin und Literaturkritikerin Daniela Striegel. Sie ist bereits mehrfach für ihre Arbeiten ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Österreichischen Staatspreis für Literaturkritik und dem Alfred-Kerr-Preis. Vergangenes Jahr hat sie außerdem in einem längeren Beitrag für die Furche das Phänomen Cancel Culture, sich mit dem Phänomen Cancel Culture auseinandergesetzt und glaubt, dass Karl Kraus heute einen schweren Stand hätte. Sie sagt, wer Meinungsvielfalt will, der muss den Regelverstoß aushalten, gerade bei der Satire. Aus Sicht einer Germanistin ist es jetzt natürlich für uns spannend zu erfahren, welche Rolle auch das Thema Sprache bei Cancel Culture spielt. Naja, die Sprache ist sozusagen das umkämpfte Terrain oder der springende Punkt. Es geht ja sehr viel um sprachliche Fragen. Nicht nur bei Satiren, sondern eben auch bei der Wortwahl, die umstritten ist. Und auch das Wort Cancel Culture selbst ist eben so ein Schlüsselbegriff. Also wie man das übersetzt, zeigt eben auch schon zum Beispiel, wie man dazu steht, was Canceln eben bedeutet und ob man das neutral sieht oder eben schon als gewalttätigen Eingriff. Also ich glaube, dass die Sprache wirklich das ist, das rote Tuch für viele oder einfach auch der Zündstoff, an dem mit dem gearbeitet wird. Und also, weil Sie Satire jetzt erwähnt haben, das war ein Fall, den ich relativ aus der Nähe erlebt habe. Die Satirikerin Lisa Eckert, die eben in Hamburg ausgeladen wurde nach einer komplizierten Hin- und Her-Politik, wegen eines Kabarettbeitrags. Und meiner Ansicht nach wäre es darum gegangen, vielleicht das ästhetisch zu bewerten. War das eine gelungene Satire? Wahrscheinlich war es keine, denn sonst hätte man überhaupt nicht in Frage stellen können, ob es vielleicht ernst gemeint war. Also wenn ich einen ironischen Monolog halte und die Leute verstehen nicht, dass es ironisch ist, habe ich irgendwas falsch gemacht, rein ästhetisch. Stimmt, funktioniert was nicht. Bei ihr war es offenbar so, man hat ihr dann aufgrund eines Kabarettbeitrags Antisemitismus unterstellt, wobei natürlich viele jener, die es ihr unterstellt haben, das gar nicht gesehen haben. Und das ist, glaube ich, auch ein Phänomen, wenn sie sagen, es geht, oder fragen, wie es um Sprache geht. Ein Phänomen ist auch, dass man eben sehr viel nur vom Hörensagen kennt, was man kritisiert oder wogegen man polemisiert oder was man abschaffen möchte. Und es geht ja vielleicht nicht unbedingt darum, die Leute wegzubekommen. Es geht darum, sie zu schweigen zu bringen. Also das Ärgernis, jemanden reden zu hören, den man grundsätzlich in seinen Positionen ablehnt. Also du hast es ja schon umrissen. Man will das nicht hören müssen. Und vielleicht ist es auch eine Art narzisstische Kränkung. Also man weiß, was, es kommt noch dazu, man weiß, was richtig ist. Also alle, die für die Ausladung oder für die Absage von Ausladung von Leuten und Absage von Veranstaltungen sind, wissen ja, was richtig ist. Also die sind immer auf der moralisch richtigen Seite. Und das ist vielleicht das, was mich am meisten daran stört. Sehr viel von der Kritik, die im Rahmen dieser Diskussionen geäußert wird, ist ja berechtigt. Also ich möchte nicht undifferenziert alle diese Einwände abschmettern. Aber das Problem ist für mich, dass es sehr viel mit Selbstgerechtigkeit zu tun hat. Also ich bin mir nicht immer sicher, wer jetzt da wie moralisch zu bewerten ist, aber diejenigen, die sagen, die darf man nicht einladen oder nie wieder, darf derjenige, Universitätsboden wäre auch ein weiterer heiß umkämpfter Platz, nie wieder darf derjenige auftreten, die wissen immer ganz genau, was moralisch in Ordnung ist. Sehr gut, das ist eine sehr gute Einführung. Danke Ihnen zu dem Thema. Zu meiner Linken sitzt jetzt ein Landsmann, der deutsche Erfolgsautor Matthias Politiki. Er ist dieses Jahr, und ich zitiere, vor dem Wokeness-Wahn und der Gender-Korrektheit seiner deutschen Heimat nach Wien geflohen. Die Pervertierung linken Denkens habe ihn zunehmend fassungslos gemacht. Seit er in Wien lebt, sagt er, hat er wieder richtig Lust am Schreiben entwickelt. Und das ist auch gut so, denn aus seiner Feder stammen mehrere berühmte Bücher, wie etwa der Weiberroman oder die Kreuzfahrt-Satire in 180 Tagen um die Welt. Allerdings hat er in Wien auch schon schlechte Erfahrungen machen müssen, wie ich mal in einem Standard-Interview gelesen habe. Da war ausgerechnet der Ö1 involviert, und als Vertreterin eines privaten Medienhauses muss ich natürlich bitten, das kurz zu erzählen, was da das Problem mit dem Ö1 war.
Ja, also ich liebe eigentlich Ö1 und höre den laufend. Das ist übrigens wirklich erschütternd, die Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hier im Vergleich zu Deutschland, also die sehr gute Qualität. Ich erfahre viel mehr von Ö1, als ich vom NDR erfahren habe. Das wäre aber ein anderes Thema. Nein, ich war nur einmal verstört, weil ständig von Migrantinnen die Rede war, die auf Lampedusa gestrandet sind. Und ich dachte, Moment mal, normalerweise sind das eigentlich 90% Männer. Jetzt kommen nur noch Frauen. Naja, super. Aber es war halt perfekt durchgegendert, eben nur von Migrantinnen im ganzen Beitrag die Rede, wie mir dann doch auch aufging. Da dachte ich, das ist ja schon ganz kurz vor Fake News. Also das will ich jetzt mal so stehen lassen. Trotzdem empfinde ich das Gesprächsklima hier als sehr viel entspannter. Ich bin ja meistens früher viel unterwegs gewesen und erst bei Corona plötzlich so richtig in den deutschen Befindlichkeiten gelandet. Und ich muss schon sagen, also das hat mich übrigens, also das sind jetzt Pressezitate, ich war eher traurig, ich bin still geworden, wie viele meiner Kollegen auch. Man hat versucht, sein eigenes Ding zu machen, aber die Einschläge kamen näher, auch in den Bekanntenkreis. Ich wohne in Hamburg in einem Viertel, Sie würden es Bobo-Viertel nennen. Da ist praktisch alles grün und zwar so grün, also vom SUV angefangen bis hin zum doppelten Kinderwagen und was es da alles Latte to go gibt. Dass in meiner Stammkneipe ein alter Linker, der hat den grünen Hausverbot erteilt. Der hat es einfach nicht mehr ausgehalten. Mein Physiotherapeut, ich bin Läufer, ich musste mal wegen einem Knie dorthin, hat zwei grüne Patienten rausgeschmissen, weil sie die Fußballtrikots für die, also Real Madrid hat er mal gearbeitet, das findet er unterirdisch, der grüne Abgeordnete, dass er also dahin fliegt, um diese Clubgrößen zu massieren und zu betreuen. Da bin ich schon ins Grübeln gekommen. Das ist ja eigentlich meine eigene Partei. Ich war ein Grüner, bevor es die Partei gab. Und eigentlich bewege ich mich ständig in diesem Milieu. Ja, zu den Rechten habe ich überhaupt keinen Kontakt. Aber was greifen die eigentlich auch ständig Leute jetzt schon? Also hat mich erinnert eigentlich an meine Studienjahre, wie die K-Gruppen und die Maoisten und die, was es da alles gab, die sich so untereinander plötzlich anfangen zu zerfleischen. Und da habe ich gedacht, aha, das ist genau der Kipppunkt, wo Aufklärung in Gegenaufklärung umkippt. Ein guter Ansatz, ein guter Schub nach vorne. Ich teile fast alle Positionen, die da vertreten werden von der Sache. Aber in der Umsetzung inzwischen, ja, also das Gegenteil von demokratisch und liberal, sodass ich Konsequenzen ziehen musste. Und noch eins zur Zivilgesellschaft, die schon erwähnt wurde. Das ist zum Beispiel so ein positives Framing, was jede Debatte versaut. Es gibt ja praktisch niemanden mehr von den Politikern angefangen, der nicht die Zivilgesellschaft beschwört. Aber was heißt denn das eigentlich? Früher war das der mündige Bürger und jetzt ist es eine Zivilgesellschaft. Das ist irgendwie noch was Besseres als die Gesellschaft, aber das kann ja eigentlich nicht sein. Denn es ist ja, wenn man das Wort genau anschaut, nur durch das Zivil impliziert es, dass die anderen Barbaren sind. Also die Zivilgesellschaft nimmt sich gewisser Themen an, übrigens ohne Mandat, weil sie ja weiß, was gut ist. Und da finde ich, sollten doch die Politiker zumindest mal merken, dass sie an ihrem eigenen Ast sägen. Das ist doch die Gesamtgesellschaft, die über die Sachen zu entscheiden hat und nicht, ich habe da nachgelesen, die ganze Geschichte des Begriffs, das sind ja auch Flötenspielvereinigungen, ist auch Zivilgesellschaft, aber eben auch Berliner Hausbesetzer-Szene, die die Demokratie abschaffen wollen oder Extinction Rebellion wollen auch die Demokratie abschaffen. Was heißt das überhaupt? Ich finde, wir sollten vorsichtig sein. In dem Moment, wo wir diese Begriffe verwenden, fallen wir schon drauf rein. Weil wer will nicht in einer bunten Gesellschaft, in einer offenen Gesellschaft leben? Aber das sind alles Frames, die von dieser Bewegung bewusst gesetzt werden. Und was Sie gesagt haben, Frau Stegel, das empfinde ich als Schriftsteller extrem peinigend. Tatsächlich, wer die Sprache beherrscht, beherrscht den Diskurs. Und umgekehrt, wer die Sprache mir nimmt und sei es auch nur einzelne Worte, der nimmt mir die literarische Freiheit. Denn ich will ja nicht nach den neuen Begriffen irgendwie am Ende der Tram im Waggon saß ein POC und er neben sich ein besonders herausgefordertes Kind, was, Sie wissen schon, oder ein unter
nicht Adipositas leidender, sondern mit Adipositas lebender Mann. Was sind das für Sätze in einem Roman? Das kann ich nicht schreiben. Und wenn, also irgendwann war die Melange dann so, dass ich dachte, du musst jetzt einfach Luft zum Atmen haben. Und da fiel mir wieder mal Wien ein. Ich habe ja hier studiert, also ganz fremd ist es mir nicht. Und in Wien ticken die Uhren zum Glück schon ein bisschen anders, und das meine ich jetzt positiv. Also ein bisschen schlamperter als die Deutschen kann man mit dem Thema schon umgehen. Man muss es nicht so penibel überall beckmesserisch ankreiden, was nicht mehr gesagt werden kann. Und als letztes, wo ich dann wirklich entsetzt war, aufgrund meines FAZ-Artikels habe ich wahnsinnig viele Zuschriften bekommen von Leuten, die mir ihre Geschichten erzählt haben, gerade in den Wissenschaften und so weiter, und die auch übrigens gesagt haben, der Mut überhaupt, das mal anzukreiden, aus der linken Ecke kommend und trotzdem Kritik dran zu üben. Und da habe ich eben auch erfahren, das Gefährlichste von Cancel Culture ist eigentlich gar nicht, dass unter Krakeel gewisse Autoren oder Komödianten oder Politiker gehindert werden. Das kriegen wir ja wenigstens noch mit. Aber richtig gefährlich wird es hinter den Kulissen, wenn in den Verlagen, wie derzeit bereits praktiziert, die Lektoren die komplette Backlist sichten auf potenzielle Stellen. Und die spektakulären Fälle, wie dann neu übersetzt wird oder manche Bücher nicht publiziert werden, die erfahren wir dann wieder, aber alles im Graubereich, was da dann einfach nicht, kein Marketingbudget zum Beispiel mehr kriegt. Da werden Bestseller kaputt gemacht, weil sich ein Shitstorm darüber aufregt, dass der Verfasser, das war eine Verfasserin, die ein Unterhaltungsliteratur Platz 1, Taschenbuch, dass die selber nicht behindert ist, aber über einen Behinderten geschrieben hat. Ja, das wird natürlich nicht gesagt, wir verdammen das Buch, sondern es wird einfach das Marketingbudget weggenommen, dann ist das Buch auch weg. Ja, das ist sofort dann von der Liste. Und das ist keine staatliche Zensur, aber sie ist mindestens so effektiv. Ich habe gleichzeitig in China ein Gedichtband, wurde zur Präsentation vorbereitet, da musste ich ein Gedicht rausnehmen. Da hat die Zensur klar gesagt, nö, das geht nicht, das alles andere ja. Ärgerlich, klar, ich will das nicht beschönigen, aber es war im Verhältnis zu dem, was ich jetzt an 5 Lektoren immer vorgeschaltet haben muss bei jedem Text, es war sehr viel einfacher als die grassierende Selbstzensur, der wir unterliegen. Ja, so viel erstmal aus meiner Warte. Dann Dankeschön. Weiters begrüße ich die Journalistin und Autorin Anna Goldenberg. Sie schreibt unter anderem für den Falter und die Presse und wurde mit dem Nachwuchspreis Top 30 unter 30 ausgezeichnet. Außerdem hat sie ein vielgelobtes Buch mit dem Titel Versteckte Jahre geschrieben über ihre jüdische Familiengeschichte während des Holocausts, was unter anderem auf den Aufzeichnungen ihres Großvaters basiert. Sie findet, dass Cancel Culture per se nicht zwingend etwas Negatives ist, weil es ihr gelingt, die Aufmerksamkeit auch auf tatsächliche Probleme zu lenken. Sie kritisiert allerdings, dass es bisweilen die Falschen trifft. Grundsätzlich heißt es ja, Frau Goldenberg, dass Cancel Culture ein von links betriebenes Phänomen sei. Aber würden Sie sagen, dass es auch sowas wie eine rechte Cancel Culture gibt? Natürlich. Also gerade was da Herr Lissmann gesagt hat, dass diese Idee, dass dem man nicht einer Meinung ist, der ist am besten weg. Also ich würde sagen, das ist eine urrechte Einstellung, die es auch den Großteil der Geschichte schon gab. Und das, was jetzt hier als Beispiele von Cancel Culture bezeichnet wurden, ja, also das Umkehrbild, das der Herr Lissmann auch schon beschrieben hat, das sehe ich auch ein bisschen, aber ich bin da, glaube ich, doch ein bisschen auf der anderen Seite, weil für mich ist das eigentlich ein Phänomen oder sagen wir irgendwie ein Wachstumsschmerz einer immer diverser werdenden Gesellschaft, bei der immer mehr Leute mitreden können und ihre Meinung sagen können. Und so wird dann eben widersprochen. Da wird in einem Herrn de Maizière widersprochen, da wird in einer Lisa Eckhardt widersprochen. Und das wird dann eben oft abgetan, als dass die gecancelt werden sollen, wo ich jetzt eigentlich meines Wissens die Frau Eckhardt noch einiges an Aufträge bekommt und der Herr de Maizière, glaube ich, auch noch ganz gut leben kann und noch nicht in einem Verlies vor sich hin fristet.
was ich an diesem Phänomen so spannend finde und warum ich auch hier sitze, ist, weil ich mich immer wieder frage, so, warum regt das eigentlich so auf? Wir haben jetzt eben 3, 4 verschiedene Beispiele genannt, von denen ich finde, dass die jeder irgendwie eine eigene Doktorarbeit sind, weil die so unterschiedlich sind. Und ja, eine Sache habe ich schon gesagt, ich glaube, das ist eben, weil auf einmal hören wir so viele Stimmen, also die Welt wird einfach viel komplexer, als sie vor 30, 40 Jahren ist, oder ich glaube, dass sie zumindest so war, da war ich noch nicht unter den Denkenden. Und das zwingt uns auch viel mehr zu differenzieren und uns zu fragen, so wer sind jetzt die Leute, wenn die kritisieren, haben die jetzt recht, haben die nicht, wer darf unter Anführungszeichen beleidigt sein und wer nicht. Und dann, ich finde, was Menschen, die eben als Cancel Culture bezeichnet werden, auch oft machen, ist, dass sie dann eben die herrschenden Strukturen hinterfragen, wer da jetzt auf der Bühne stehen soll und wer nicht. Also es geht ja auch nicht darum, dass da Thomas de Maizière nie mehr wieder ein Wort sprechen soll, und man kann wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass die gegen ihn protestieren, auch gegen ihn protestieren, weil sie wissen, was er zu sagen hat und sie jetzt nicht das nicht hören wollen, sondern dass sie finden, dass seine Ansichten schädlich sind, wo man jetzt dieser Meinung sein kann oder nicht, aber sie hinterfragen sozusagen, wer sind die Leute, die auf der Bühne sitzen und warum. Und das ist natürlich ein schmerzhafter Prozess für die auf der Bühne sitzen, weil sich selber will man eigentlich nicht so gern hinterfragen. Und das Dritte, was ich daran spannend finde, auch kommen wir jetzt auch zum Thema Sprache und Gendern vielleicht, das kommt aus der Psychologie, die ich unter anderem auch studiert habe, das ist der sogenannte Besitztumseffekt. Das nämlich sagt, dass wir etwas, was wir schon kennen, dem geben wir automatisch mehr Wert als etwas Gleichwertigen, das neu ist. Und insofern weigern wir uns, wehren wir uns auch gegen Veränderung. Und das ist, was ich finde, das auch oft ganz gut erklärt. Vielen Dank, aber ich muss jetzt trotzdem noch mal ganz kurz nachhaken, weil Sie hatten in dem Artikel auch so einen Fall von Cancel Culture beschrieben, der ging aber von links gegen links, das mit der Influencerin, erinnern Sie sich? Da war eine Influencerin aus dem linken Sektor, die aber nicht woke genug war und dann auch quasi einen Shitstorm erhielt und in weiterer Folge gecancelt werden sollte, weil sie nicht ökologisch korrekt genug war, glaube ich. Also es gibt immer wieder welche, und ich glaube, dass das auch sehr viel ein Netzphänomen ist. Dadurch, dass also alle, die halbwegs wissen, wie soziale Medien funktionieren, Eskalation bringt Klicks, wenn man auf Facebook geht, auf Twitter geht, auf Instagram geht, kriegt man ja nicht gezeigt, was als erstes kommt, sondern man kriegt das gezeigt, was die meisten Interaktionen bringt. Und was bringt Interaktionen? Emotionen, und zwar am besten Wut. Dadurch wird das dann halt auch immer gesteigert, und so werden dann halt auch, quasi kommen die extremen Stimmen, sind die lautesten. Was mich dann immer zu der Frage bringt, und ich habe tatsächlich keine Antwort, wenn sie jemand hat, wäre ich sehr dankbar, sie zu hören, quasi wie groß ist dieser Anteil an diesen wirklich radikalen Stimmen? Sind das einige wenige, die wir dann hören, wenn wir dann so von einem Shitstorm hören, jetzt egal gegen wen? Sind das 5 Leute, die da Radau machen, oder sind das 5 Millionen? Und das wissen wir halt nicht, weil die großen Tech-Unternehmen uns das auch nicht so genau zeigen. Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Auf jeden Fall grundsätzlich, Herr Professor, weil Sie das schon angesprochen hatten, eigentlich der Begriff Cancel Culture ist relativ neu. Können Sie da ein bisschen was zur Geschichte des Phänomens Cancel Culture erzählen und wie sich das vom bisherigen System der Zensur unterscheidet und welche Rolle auch vielleicht Selbstzensur dabei spielt? Also ich bin jetzt kein Spezialist für die Geschichte, für die kurze und kurze Geschichte der Cancel Culture, wollte nur vielleicht versuchen, da noch etwas zu präzisieren oder etwas zu artikulieren, was mir Kopfzerbrechen bereitet. Es hatte niemand was dagegen, dass unsere Gesellschaft vielstimmig wird. Wir unterschätzen übrigens die Vielstimmigkeit der Vergangenheit. Also wir haben immer einen sehr eingeschränkten Blick auf die Vergangenheit. Das heißt also, unterschiedliche Positionen hat es auch früher schon gegeben, und manchmal habe ich die kecke These vertreten, dass es im Mittelalter mehr unterschiedliche Positionen gegeben hat als heute und eine bessere Streitkultur, was übrigens daran schon ablesen lässt, dass es im Mittelalter üblich war, bei solchen Debatten immer einen Advocatus Diaboli zu bestellen, der das absolut Böse auf der Bühne vertreten musste, um einfach die Gegenstimme
zu hören. Von der Kultur sind wir wieder weit entfernt. Das heißt also, aber mag sozusagen ein Nebenaspekt sein. Saßen da auf den mittelalterlichen Bühnen nur Männer oder auch Frauen? Reine Interessensfrage. Auf den Bühnen, von denen ich spreche, also im akademischen Bereich, saßen nur Männer. Ja. Nein, noch einmal, es hat niemand was dagegen, dass es vielstimmiger wird, wobei Vielstimmigkeit nicht bedeutet, also wenn jetzt alle mitreden können und alle das Gleiche sagen, ist es ja keine Vielstimmigkeit. Ja? Das heißt also, es hilft ja nichts, und ich denke, das ist ein atmosphärisches Problem, ja? Dass wir jetzt aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Segmenten erheben die Menschen ihre Stimme, aber alle sagen das Gleiche. Das heißt, es ist eine Einstimmigkeit, die von vielen mitgetragen wird. Umgekehrt könnte man sagen, wenn sich jetzt nur 3 oder 4 aus einer bestimmten Gesellschaft sich beinhart streiten und völlig kontroverse Positionen austragen, ist so eine Situation vielstimmiger, als wenn viele einstimmig mit einer Stimme sprechen. Aber das ist nur ein logisches Problem. Das Zweite, was man nicht eingeht, auch wenn man jetzt sagt, es ist schön, dass jetzt viele Stimmen zu hören sind, warum müssen dann andere zum Verstummen gebracht sein? Warum können sich die nicht in diesen Chor der Vielstimmigkeit einfügen lassen? Warum ist es nicht schön? Warum wäre es nicht schön gewesen, wenn de Maizière mit 100 jungen Leuten, die alle unterschiedlichste, sie sind ja so vielstimmig, offensichtlich unterschiedlichste Positionen vertreten, diskutiert hätte? Denn darum geht es ja nicht, dass man eine bestimmte politische Position, die dieser Minister mal vertreten hat, dass man der Widerspruch erhebt. Das würde ich auch begrüßen. Widerspruch, da steckt aber schon im Wort, steckt schon, jemand spricht und ich widerspreche. Es ging aber nicht darum, Widerspruch zu erheben, sondern es ging darum, ihm gar nicht reden zu lassen. Jetzt haben Sie natürlich recht, das hat den nicht in die Nähe der Beruflichen in eine Existenzkrise gebracht. Es gibt allerdings zahlreiche Fälle, wo das sehr wohl der Fall ist, wo Karrieren zerstört werden, bevor sie richtig begonnen haben, weil man ein falsches Wort oder einen falschen Text zum falschen Moment in der falschen Zeitung geschrieben hat. Hätten Sie da vielleicht ein Beispiel für uns, was Ihnen da ad hoc einfällt für so eine Karriere? Die früh schon. Ich kenne jetzt nur Fälle sozusagen aus dem akademischen Bereich. Es hat sich ja in Deutschland dieses Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gebildet, bei dem mittlerweile eine ganze Reihe von renommierten Forscherinnen und Forschern beteiligt sind, eben auch aus dieser Erfahrung, dass es eine Form von Zensur oder Selbstzensur im akademischen Bereich gibt, ideologisch motiviert, die tatsächlich karrierehinderlich bzw. karrierevernichtend sein kann. Das kann man auf der Homepage dieser Organisation auch nachlesen. Das ist das eine. Ja? Das heißt also, wenn es jetzt darum geht, eine Auseinandersetzung zu führen, dagegen hat überhaupt niemand was. Was mich irritiert ist, dass man sagt, aber er soll sozusagen diese Bühne nicht haben. Jetzt ist es für mich völlig klar, es ist niemand verpflichtet, vor allem nicht eine private Institution wie ein Theater oder ein Literaturfestival, Menschen einzuladen, die man nicht haben möchte. Das gehört auch zur Freiheit. Ja? Aber wenn ich schon jemanden einlade, ja, dann halte ich ihn offensichtlich für interessant und wichtig genug, und dann verstehe ich nicht, warum sich andere dann das Recht herausnehmen, diese Einladungspolitik zu zerstören und sozusagen mit physischer Gewalt eine Veranstaltung, die ein Literaturfestival organisiert hat, zu verhindern. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich dann, wenn das Ganze in einem öffentlich-rechtlichen Bereich stattfindet, wo es jetzt nicht um private Interessen geht, ja, sondern wo es eben darum geht, dass öffentlich-rechtliche Medien oder Universitäten, die in der öffentlichen Hand, das heißt der Gesellschaft verpflichtet sind, natürlich eigentlich, da gebe ich Ihnen völlig recht, die Vielfalt der Gesellschaft, die Vielfalt der Positionen in dieser Gesellschaft natürlich auch zur Austragung bringen müssten. Und wenn hier dann eine Stimmung erzeugt wird oder eine Atmosphäre erzeugt wird, wie das Sie geschildert haben, dass man sich denkt, naja, also wenn ich das schreibe, da komme ich einfach nicht weiter damit. Wenn ich das sage, dann ist meine Karriere
schon beendet, bevor sie so richtig begonnen hat. Wenn sozusagen hier ein Meinungsklima herrscht, wo völlig klar ist, dass man ganz bestimmte Formulierungen, ganz bestimmte Rituale, ganz bestimmte sozusagen Gesten vollziehen muss, um überhaupt noch dazu zu gehören. Das erinnert mich in der Tat, Sie haben es völlig richtig gesagt, an meine eigene Jugend, als die linken Bewegungen sich diversifizierten, wenn man so sagen könnte. Und das auch wahnsinnig wichtig war, genau zu wissen, was man jetzt gerade zu sagen hat oder was man sagen darf oder was man nicht mehr sagen darf, was sozusagen als die orthodoxe Lehre gilt, was als Abweichung gilt, was einem sozusagen zum Verhängnis werden kann und was nicht. Nur waren diese linken Splittergruppen irgendwo an den Rändern der Universitäten beheimatet und das waren exotische Veranstaltungen, außer dort, wo sie dann in die RAF gemündet haben und in Terrorismus umgeschlagen sind. Aber heute haben wir eine Situation, wo hier eine kulturelle Stimmung und Atmosphäre herrscht, die in der Tat die Mainstream-Medien und die staatlichen Universitäten ergriffen hat. Das sind ja keine privaten Veranstaltungen mehr. Und wenn ich so an Fälle denke, etwa wie Herfried Münkler, etwa ein renommierter Historiker, der von einer trotzkistischen Splittergruppe beobachtet wurde, denunziert wurde, verfolgt wurde, dann frage ich mich schon, ist das das Klima, an dem so etwas wie freie Wissenschaft gedeihen kann? Genau, Sie sprechen die Universitäten an, die auch so als ein Problemfeld gelten, auch was den Bereich Genderzwang angeht und Political Correctness. Frau Striegel, wie würden Sie denn sagen, ist das... Darf ich da einen Satz so sagen? Nur, wir diskutieren natürlich notgedrungen, weil das Ganze irgendwie einerseits sozusagen eine Atmosphäre darstellt, aber es sind natürlich schon unterschiedliche Aspekte. Ja? Das heißt also, jetzt bestimmte Sprachformen zu favorisieren und durchsetzen zu wollen, ist das eine, Personen daran zu hindern, wissenschaftlich zu publizieren, weil es nicht dem Mainstream entspricht, ist das andere. Ja, aber die Frage ist doch, gerade wenn ich in den akademischen Bereich gehe und dann eben auf das Thema Genderzwang komme, dass es eben Studenten schlechter bewertet werden, wenn sie nicht genderneutral ihre Abschlussarbeiten verfassen, oder dass es mir halt auch passieren kann, wenn ich im akademischen Bereich drin bin und mich nicht an diese Codes halte als Professor, als externer Lernender oder Mittelbau, dass es sein kann, dass ich dann Aufstiegsschwierigkeiten bekomme, weil entweder ich klinge da ein oder nicht. Und das ist ja in gewisser Form eine milde Form der Cancel Culture, weil man sich schon als nicht der Gruppe zugehörig ergibt und dadurch ausgeschlossen wird. Naja, man könnte das Ganze ja auch ganz entspannt sehen und versuchen, 30 Jahre vorauszuschauen und sich zu überlegen, wie man dann auf die heutige Gegenwart zurückschauen wird. Und dann könnte man sagen, naja, damals um 2020 hat das Pendel eben mal in die andere Richtung ausgeschlagen. Es sind einfach sehr viele Dinge unterbelichtet gewesen. Und da ist man draufgekommen und da hat man es übertrieben und das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Und wir sind halt jetzt blöderweise gerade in der Zeit, wo man dabei ist, mit viel, viel Wasser und viel Schwung das Kind mit dem Bad auszuschütten. Und das betrifft sicher alle gesellschaftlichen Bereiche, die Universitäten natürlich auch. Ich konnte das ja zuerst gar nicht glauben. Ich habe das vielleicht zu wenig verfolgt, das also Genderzwang klingt jetzt auch irgendwie, das ist auch natürlich ein polemischer Begriff, aber dass es wirklich eine Empfehlung gibt, das zu benoten. Also ich benote das natürlich nicht. Ich respektiere das, so wie das jeder machen will. Die meisten wollen das machen. Ich weise darauf hin, dass es nicht dudenkonform ist, was in der Germanistik zumindest eine Fußnote wert ist. Aber ich akzeptiere das, ich benote die Leute weder schlechter noch besser. Und das gehört für mich schon auch zur wissenschaftlichen Freiheit. Also ich schreibe doch niemandem vor, die Sprache, in der er oder sie eine Arbeit verfasst. Andererseits natürlich wird durch die Diskussion und auch durch die durchaus autoritär geführte Diskussion der Blick auf das Problem gelenkt. Und dieses Problem gibt es natürlich. Also diese mangelnde, jahrzehntelange Unsichtbarkeit wird jetzt durch diesen nicht mehr sanften Druck, soll das jetzt kompensiert werden. Also das ist nicht erfunden, das ist schon ein realer Missstand gewesen. Und das ist eben jetzt ein bisschen viel, zu viel des Guten. Ich glaube, also da gibt es natürlich verschiedene
Ebenen. Also als Literaturwissenschaftlerin ist mir das Ästhetische auch nicht ganz unwichtig. Und was die Frau Goldenberg gesagt hat, stimmt natürlich, ich kenne das von mir. Also ich bin, was Sprache betrifft, absolut konservativ. Aus Gründen der Schönheit oft, aus Gründen der Ökonomie, die ich mir durch einen Stern jetzt nicht unbedingt erkaufen möchte. Das ist auch eine Geschmacksfrage. Und ich finde, wenn es um Kultur, um Literatur geht, darf man sich auch Geschmacksfragen leisten. Aber es muss einem schon klar sein, dass es eben immer eine politische Frage zugleich ist. Und das Problem ist eben auch diese moralische, also der Versuch von moralischer Nötigung und Erpressung. Also man kann natürlich immer sagen, ja, was wird denn schon gemacht? Es wird nur darauf hingewiesen, es wird nur gesagt, dass es nicht in Ordnung ist und die Leute sind ja frei, das zu handhaben, wie sie möchten. Mhm. Aber wenn es natürlich Folgen hat, also in der Wissenschaft hat es Folgen sicher, wie du gesagt hast, der Karriereplanung, es hat aber auch Folgen der Mittelvergabe. Projekte, wissenschaftliche Projekte, die gewissen Kriterien nicht entsprechen, also auch formalen Kriterien, die werden wahrscheinlich, oder Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die da mitarbeiten und diesen Kriterien nicht entsprechen, die bekommen einfach auch kein Geld. Oder wenn sie irgendein Projekt haben, das nicht in den Mainstream der Forschung passt. Und das ist also auf der Ebene der Sprache wie auf der Ebene des Wissenschaftsdesigns, um das Neudeutsch zu sagen, liegt das Problem in einem autoritären Gehabe, das aber unter dem Segel der Diversifizierung segelt. Und ich bin, muss ich wirklich bekennen, allergisch. Also ich habe mich mit faschistischen und nationalsozialistischen Literaturen, aber auch mit dem Wissenschaftsbetrieb der Zeit befasst. Und ich bin einfach allergisch gegen Sprachvorschriften. Nicht Empfehlungen oder dass man aufklärt, sondern dass man wirklich den Leuten vorschreibt, wie sie zu sprechen haben. Und wenn sie das nicht tun, dann gibt es Konsequenzen. Also das ist für mich ein autoritärer Gestus. Und ich finde, man kann auf der einen Seite nicht immer von mündigen Bürgerinnen und Bürgern sprechen, zu denen man angeblich schon in der Schule die Leute erziehen möchte, das halte ich für ein Lippenbekenntnis, weil mündige Bürger sind der Politik nur mühsam und unangenehm. Also auf der einen Seite kann man nicht diese Mündigkeit dauernd betonen und auf der anderen Seite dann autoritäre Vorgaben machen, sprachliche. Aber ist das, würden Sie sagen, das ist eine Mehrheitsmeinung an den Universitäten, die Sie jetzt vertreten haben, oder doch schon inzwischen die Minderheit? Also ich muss zugeben, ich habe die Diskussion über Cancel Culture heute wirklich genossen. Sie wurde auf allerhöchstem Niveau geführt und es waren die verschiedensten Meinungen wurden vertreten. Da muss ich auch wirklich ein großes Kompliment aussprechen an die Moderatorin, die Frau Dobler, und natürlich an die Diskutanten, Professor Lissmann, die Germanistin Striegel, der Schriftsteller Politiki und die Journalistin Goldenberg. Da gab es Pro und Contra. Der Bogen über das ganze Thema wurde breit gespannt und auch an den Kommentaren und Fragen aus dem Publikum hat man gemerkt, wie die Menschen mitfiebern, denn die persönliche Meinung, das ist ja eigentlich ein Ausdruck der persönlichen Freiheit und das ist schon etwas, was uns alle, glaube ich, sehr, sehr berührt, wenn wir uns da eingeschränkt fühlen, wenn wir vor der Kamera anders sind als vielleicht zu Hause im privaten Rahmen. Das tut uns nicht gut, das tut uns als Gesellschaft nicht gut und deswegen glaube ich, war dieser Abend sehr wichtig und deswegen freue ich mich auch, dass so viele gekommen sind und wir nun dieses Gespräch auf gut wienerisch im Kaffeehaus bei einem Glas Sekt fortführen. Der Grund, warum wir die heutige Veranstaltung gemacht haben, ist, weil Cancel Culture ein zutiefst gesellschaftspolitisches Thema ist. Und Gesellschaftspolitik ist nichts, was einfach so passiert, sondern Gesellschaftspolitik ist etwas, was aktiv gestaltet wird. Und das ist ein bisschen mein Aufruf an Sie alle. Reden Sie mit, seien Sie wachsam, seien Sie sensibel gesellschaftspolitischen Entwicklungen gegenüber und tun Sie Ihrer Meinung auch kund, unserer Demokratie und unser Land braucht das ganze Thema.